So, weitere Runde Apex Legend. Wir spielen hier zu der Zeit komplett neuen Charakter Rampart. Mittlerweile auch schon einer der Charaktere, der zum alten Eisen gehört, würde ich betiteln. So. Zu der Zeit war das noch ein echt cooler Charakter. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht, oder sie. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht auf Reihe bekommen, mit ihr das Geschütz richtig schön auszukosten, muss ich sagen. Das hat einfach bei mir nicht geklappt. Ich wollte gerne viel, oft es benutzen. Die Situationen haben es meistens mir nicht möglich gemacht. Und genau das war das Problem. Aber sonst war der Char wirklich geil zu spielen. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich finde die Charaktere dafür, dass das Spiel ja ziemlich simpel ist, nennen wir es mal. Also das Spiel ist nichts anderes als ein Battle Royale Spiel. Aber die Menge an Charaktere und der Unterschied bei diesen besagten Charakteren finde ich schon ziemlich genial, wie viel das teilweise alleine schon ist. Das ist irgendwie einfach awesome. Ich meine, man hat jetzt alleine, ich weiß nicht, wie viele Helden, und alle unterscheiden sich genug, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie gleich sind. Und das alleine ist schon mega geil. Und genau die Sache finde ich halt so geil an Apex Legend, dass man noch auf die Idee kommt. Irgendwann wird man an den Punkt kommen, wo sich die Helden wiederholen oder wo einfach alles viel zu gleich ist. Irgendwann kommt dieser Punkt, ganz klar. Bis es da soweit ist, kann es vielleicht sogar noch einen Augenblick dauern oder eine ganze Weile. Aber dann müssen wir erstmal gucken, was jetzt noch so kommt. Ich meine, wir sind im Titanfall-Universum. Man kann noch mit Titans rumexperimentieren, vielleicht auf der einen oder anderen Map mit einem Titan. Wer weiß, was da noch kommt. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man auch mehr als genug hat zum Rumprobieren. So der ein oder andere Titan wäre auf jeden Fall geil. Selbst wenn das nur so ein Asset ist, also so ein Event. Man kriegt irgendwie so Titans, kann man reinrufen, einer aus dem Team kann den besetzen und der Rest kann sich ranhängen wie in Titanfall 2. Dass man das irgendwie sich so überlegt, irgendwas damit macht. Weil vielleicht ist das ja gar nicht mal so dumm, sich so eine Kleinigkeit zu überlegen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt ja easy peasy die Möglichkeit, sich sowas zu überlegen für dieses Spiel. Weil ist das gleiche Universum, erstens. Zweitens, kann ja so ein Zeit-Event sein, dass man irgendwelche Sachen auf der Map sammeln muss und dann kann man einen Titan rufen. Vielleicht könnte man ja auch irgendwie jeden Team, wenn man so und so viele Kills hat, einen Titan rufen lassen. Und die kann man ja halt, dass es dann extra Waffen gibt, zum Beispiel das High-Kaliber-Rifle, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die heißt, dieses Kaliber 50, nennen wir es mal Sniper-Rifle-Teil, dass die effektiv gegen Titan ist. Es gibt ja noch ein paar andere Waffen aus Titanfall, die man vielleicht mit einbauen kann. Der Raketenwerfer, der Granatwerfer, diese extra Waffen, Anti-Titan-Waffen, dass man sich da sowas überlegt. So ein System, wie man das vielleicht so machen könnte, dass man das macht. Dann würde ich auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Aktuell ist es für mich eigentlich eher sehr langweilig, dadurch. Es gibt immer die neuen Helden, die immer sich anders spielen, aber wegen den Helden spiele ich das Spiel halt nicht. Die Helden sind eine nette Zusatzsache. Ich habe das Spiel wegen dem Gameplay und so gespielt, aber langsam wiederholt es sich einfach viel, viel, viel zu sehr, nachdem man von Anfang an dabei war. Und das ist es halt. Es wiederholt sich zu sehr. Das ist der Grund, warum ich auf jeden Fall nicht mehr aktives spiele. Das habe ich ja in einem anderen Video schon erklärt. Und ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwie vielleicht einen Anreiz bekomme durch irgendwelche Sachen wie die, welche ich genannt habe. Oder irgendwas anderes, wo das Spiel dann nochmal kommt und sagt, yo, hier, nimm das, das ist mega geil, viel Spaß damit. Habt Spaß. Aktuell ist es sehr eintönig, so wie viele andere Spiele, die ich nicht mehr spiele, andere Shooter oder so. Und das ist es halt. Auf jeden Fall sehe ich gerade, also hier ist das Geschütz auch wieder gewastet. Leider. Und, mein Team ist da am Säubern, sie schaffen das und wir sind Champions und ich habe absolut nicht viel dafür beigetragen. Ich habe 2 oder 3 Kills gemacht und ey, Prowler gegen eine Spitfire tauschen ist bei Rampart auf jeden Fall nicht schlecht. War das schnelleres Nachladen oder größeres Magazin? Ich glaube größeres Magazin, was man hat mit einer MG bei ihr. Was ich mega geil finde, weil MG ist und dann noch ein größeres Magazin. Deswegen Rampart mit einem MG ist schon awesome. Macht richtig Laune. Und die MGs hauen eh in Apex mega rein. In manchen anderen Spielen sind MGs echt traurig. Aber hier in Apex sind sie nice.
So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe diese Runde gar nicht mehr im Kopf. Kann ja gar nicht so alt sein, aber ich habe die echt nicht mehr im Kopf gehabt, dass wir da so fertig gemacht wurden. Also manchmal habe ich so Runden, wo ich mir denke, wow, wie konnte das passieren? Und manchmal denke ich mir so, ja, das macht Sinn, dass wir die Runde nicht gewonnen haben. Aber ich habe die sind vor kurzem erst gewesen. Ich habe die nicht mehr im Kopf. Das ist erstaunlich, wie schnell das Gehirn anfängt, solche Sachen zu vergessen. Das ist, wow. Vor allem die Sachen sind wirklich nicht so essentiell wichtig. Oh Gott, ich merke gerade, ich habe jetzt für mein Team sogar hier die Sachen blockiert, dass wenn sie rein wollen, dass sie über keine dieser Türen reinkommen. Oh mein Gott, hier, push doch schneller. Okay, ich bin tot. Ich glaube, diesen Kampf habe ich nicht überlebt. Oder warum habe ich den noch drin? Doch, habe ich. Und habe ihn sogar vernichtet. Und dann wurde ich ausgeschaltet, weil ich da nicht so easy peasy rüberkam. Und was macht mein Teammate? Okay, eine Schrotflinte. Mein Teammate sollte eine Chance haben. Naja, es muss noch ein Gegner irgendwo sein. Du kannst da rüberklettern. Das geht. Das weiß ich. Okay, die Tür zu machen ist natürlich... Okay, ich rede gerade so, als ob es live ist. Ist es natürlich nicht. Ich bin gerade nur ein bisschen... Da kommt gleich jemand durch. Da will man dann natürlich nicht, dass der da durch kann. Ich sollte mich heilen, oder? Ja. Auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen Kampf überlebt haben. Vor allem, weil mein Teammate da steht und ihn sozusagen konfrontieren wollte. Oh mein Gott. Das ist ein anderes Team, oder? Das kann nicht das gleiche Team sein, weil davon haben wir schon zwei down. Jupp, ist auf jeden Fall ein anderes Team. Okay. Hier wieder im King's Canyon, die Map, die man so kennengelernt hat am Anfang. Leider ist schon wieder ein bisschen zerstörter durch die Kreaturen, die hier mal durchgewandert sind. Ah Mann, Apex hat schon viel hingenommen. Also die Map hat sich schon sehr verändert. Erinnert mich an sehr viele andere Battle Royale Spiele, wo es immer so ein paar Events zur Map-Veränderung gab. Apex hat zwar nie so interessant umgesetzt mit so dieser riesigen Aufmerksamkeit, aber nach jedem Update waren die Maps in meinen Ansichten so dermaßen besonders und anders, dass es schon gut umgesetzt wurde im Endeffekt. Auf einen anderen Level und eine andere Art. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zum Spiel passend auf jeden Fall. Ich muss eh sagen, Apex ist ein Spiel, das hat sich doch sehr rausgeputzt über die Jahre. Hat sich auf jeden Fall immer schön gebessert. Es hatte immer Zeiten, wo die Server so dermaßen geleckt haben am Anfang noch, dass man kaum spielen konnte und so. Aber mittlerweile hatte ich diese Probleme nicht mehr. Oh mein Gott. In dieser Runde passiert nicht viel mehr. Ich glaube, hier gehen wir gleich drauf. Auf jeden Fall muss ich sagen, es ist immer noch ein gutes Battle Royale. Ich glaube, ich würde es tatsächlich sogar wieder anfangen zu spielen, wenn es irgendwas gibt, wo ich sagen würde, daran habe ich Interesse, das zu machen und irgendwas zu spielen oder so, weil alles, was man großartig freispielen kann, sind ein paar Skins. Und ich bin ganz ehrlich, ich als jemand, der keinerlei Interesse an Skins hat, ist das ein bisschen irrelevant. Ich muss mich ganz ehrlich sagen, es gibt Leute, die sammeln Skins in Shootern, in anderen Spielen, irgendwo, Hauptsache Skins. Aber ich bin jemand, ich kann absolut nicht mit Skins anfangen, weil, ich weiß nicht, irgendwie sind Skins in meinen Ansichten ziemlich uninteressant für mich. Weil, ich weiß auch nicht, wie ich das am besten formulieren sollte. Weil, mir fällt auch gerade keine gute Idee dafür ein. Weil Skins wirken für mich nicht belohnt. So einfach ist das, weil ich werde nicht belohnt dadurch, dass ich einen hübschen Skin habe, wenn ich gut spiele. Die Skins sind zwar eine nette Geste dafür, dass man was irgendwie im Spiel erreicht hat oder einfach nur dafür, dass man spielt. Aber das war's auch. Mehr sehe ich nicht an Nährwert daran. Oh mein Gott, mein Team hat mich hier eingesperrt. Das ist natürlich geil. Dass sie mich da einfach so eingesperrt haben. Oh Mann. Ich glaube, ich gewinne diesen Kampf nicht. Auch, ich muss nur das Schild down kriegen und dann hätte ich gewonnen wegen der Hammerpoint-Munition. Ah, dann kommt dann gleich noch ein nächstes Team. Ja, den haben wir auf jeden Fall down. Und auch besiegt. Aber jetzt habe ich keine Muni mehr. Haben wir hier noch? Oh ja. Also die Hammerpunkt-Munition finde ich mega geil in Apex. Also, oder der Aufsatz für die Hammerpunkt. Okay.
Ich versuche abzuhauen. Nice. Schaffe ich das wirklich noch, die wiederzubeleben? Ja, sollte ich. Auf jeden Fall, was soll ich dich noch sagen? Also, ich würde gerne weiterspielen, aber es fehlt mir die Motivation, die Lust. Das ist so wie mit BO4, finde ich gar nicht mal schlecht. BO4 ist ein echt geiles COD. Aber irgendwie ist es unbelohnt, weil ich spiele 10 gute Runden, immer so 20 plus Kills. Aber es dauert dermaßen lange, eine Waffe aufzuleveln für ein paar Aufsätze. Da habe ich nach diesen Runden mit diesen 20 plus Kills, wo ich wirklich gut war, Killstreaks und alles, also Top Leaderboard und. Dadurch, dass ich nach diesen 20 Runden die Waffe noch nicht mal auf die Hälfte aufgelevelt habe, das ist so undankbar. Deswegen spiele ich sowas wie Enlisted gerne. Da levelt man zwar langsam, also ich level da jetzt auch nicht so dermaßen schnell, aber man kriegt diese Karten, wodurch man Sachen freischalten kann. Also man muss irgendwie so was finden zwischen, es ist belohnend und es darf schon lange dauern, aber es muss auch belohnend dafür sein. Und gerade sowas Waffenaufsätze, das soll nicht ewig lange dauern, Waffe mit ein paar Aufsätzen freizuspielen. Deswegen ist hier das BO4-Projekt bei mir immer noch nicht beendet, weil es einfach zum Kotzen teilweise ist, wie lange es dauert. Vor allem, da hast du eine Trash-Waffe und das macht gar keinen Spaß, eine Trash-Waffe aufzuleveln, weil das auch einfach unbefriedigend ist. Selbst wenn du denn mal endlich mit der eine gute Runde hast, hast du noch nicht mal ein Level damit geschafft und kannst dir immer noch nicht die zum Beispiel schnellere Feuerrate besorgen, die irgendwie kurz vor Ende mit der Waffe ist und dann erst dann spielbar ist. Also das ist so dieses, das System ist, man, bis heute ist es immer noch für viele Entwickler schwer, eine Balance zu finden zwischen belohnend und trotzdem ein bisschen fordernd, dass man nicht einfach direkt alles hinterhergeschmissen bekommt. Und das ist so das Wichtige, gerade bei Shootern und so. Ich will nämlich nicht gleich alles von Anfang an frei haben. Ich will natürlich leveln, aber ich möchte jetzt auch nicht es als Arbeit sehen. Ich meine, im Durchschnitt arbeitet der Mensch ja 8 Stunden, sagen wir mal, mit hin und, also sagen wir mal so gute 9,5 Stunden mit Arbeitsweg, mit Pausen und Co., die man auf der Arbeit sozusagen verbringt. Ich meine jetzt Heim und Fahrt zur Arbeit noch mit einberechnet 9,5 bis 10 Stunden. Könnte es sein, wenn die Arbeitszeit vielleicht 8 Stunden beträgt, vielleicht auch 6, dann wären es so um die 8 Stunden anstatt 9,5 bis 10, also so um den Dreh. Und dann willst du irgendwas machen, was Spaß macht. Du hast ja noch 8 Stunden Zeit, also du hast sagen, okay, sagen wir mal vielleicht nur 6 Stunden noch Zeit am Tag, nach Einkaufen, nach der Arbeit oder vor der Arbeit, je nachdem, und ein bisschen für die Arbeit, die sich fertig machen. So, dann hast du noch deine 6 Stunden, fehlt noch mal eine halbe Stunde flach für Kochen, und gerade wenn man denn Gamer ist, nichts anderes zu tun hat, hast du noch den Rest zum Zocken. Da willst du jetzt nicht aber noch diese Zeit in frustriertes Leveln verschwenden. Das ist so die Sache, was mich ankotzt, wenn ich dann manche Spiele spiele, wo es denn darum geht, einfach nur noch zu leveln. Und man kommt nicht voran. Und ich zocke echt gerne. Ich zocke viel. Ich bin in 90% aller Spiele, die ich spiele, gut. Spiele, in denen ich schlecht bin, sind Realtime-Strategie. Autorennspiele in der Theorie. Bin ich halt kein wirklicher Profi drin oder auch kein Freund so richtig von. Ab und zu mal eine Runde fahren in irgendwelchen Rennspielen gerne oder so, aber ich bin kein guter Spieler drin. Realtime-Strategie bin ich nicht gut. Aber sonst war es das. Sonst bin ich eigentlich, in rhythmischen Spielen bin ich auch nicht gut, aber im Rest bin ich relativ akzeptabel, und deswegen, ich will keine Arbeit daraus haben. Ich möchte Spaß daran haben. Und es soll auch belohnt und befriedigend sein. Es soll nicht immer nur Stress sein, weil davon hat man im Leben eigentlich schon genug. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Remske. Haut rein.